ist okay. Grosser Satz für Zürcher Feuerwehr heute Morgen früh. Stundenlang versucht sie, den Brand in einer Lagerhalle neben dem unteren Litten zu löschen. Weil die Lagerhalle direkt an der Limit steht, können die Feuerwehrleute den Brand nur sehr schwer erreichen. Martina Kelly. Es ist morgen um 10 Uhr und der Brandausbruch schon 5 Stunden her. Trotzdem sind noch Dutzende Feuerwehrmänner von Schutz und Rettung die Lagerhalle von oben am Löschen. Wo das Feuer ausbricht, zeigt sich das gleiche Dach so. Obwohl die Feuerwehr sehr schnell vor Ort ist, sieht es in Wipkingen auch am Samstagmittag noch nach einem grossen Einsatz aus. Die Wasserwerkstrasse ist Stunden gesperrt. Wieso, dass es so lange geht, ist eigentlich relativ einfach. Das Feuer hat sich im Verlauf von Stunden durch die einzelnen Zwischenböden, Zwischendecken hineingefressen und hockt jetzt dort fest. So dass eigentlich Absturzgefahr besteht für unsere Leute, die auf dem Dach oben arbeiten. Und darum ist es sehr schwierig, am Brandherd effektiv heranzukommen. Leitern, wie wenn man auf einen gefrorenen See geht, nehmen und als Seil gesichert sind, die Feuerwehrleute. Ein Blick von unten an die Dielle der Lagerhalle zeigt, das Feuer hat die Holzbalken zerstört. Es besteht Einsturzgefahr. Darum gilt für die Feuerwehrmannen äußerste Vorsicht und erst Stunden nach dem Brandausbruch und bei Tageslicht kann das Risiko abgeschätzt werden. Theoretisch kann man schon einfach unten hineingehen. Die Problematik ist, wenn es in den Böden, in den Zwischenböden brennt, Decke oder auch in den Wänden, dann ist das sehr gefährlich für die Feuerwehrleute, die nachher unter der brennenden Decke in das Gebäude gehen müssen. Da müssen wir die nötige Vorsicht walten lassen. Eigene Sicherheit für unsere eigenen Leute geht immer vor. Auch der Umstand, dass das Gebäude wegen der Limit schwer zugänglich ist, hat die Löscharbeiten erschwert. Warum das Feuer ausgebrochen ist, können die Brandermittler zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Genauso wenig, wie hoch der Sachschaden ist. Im Lager hat es Textilien und Computer gehabt. Rund ums Tanzhaus sind Häuser zur Sicherheit evakuiert worden. Verletzt hat sich aber niemand.